Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hatte ja vor einigen Wochen bzw. vor einigen Tagen Geburtstag und wer mir natürlich wieder eine liebe Geburtstagsüberraschung hat zukommen lassen, ist die liebe Biber. Ja, ich habe Geburtstags-Mopspost bekommen, obwohl ich schon mit ihr geschimpft habe. Ich habe ihr auch schon gesagt, Biber, im nächsten Jahr möchte ich nicht mehr so viel bekommen, weil das nimmt Ausmaße an, die weit über meine ich bin d'accord damit Grenze rübergehen. Also ich freue mich natürlich unbändig. Ich meine, wer freut sich nicht über Geschenke? Aber es ist halt immer wirklich viel. Und obwohl Biber gesagt hat, dass es nur eine Kleinigkeit ist, ist dieses Paket, ihr seht es, auch wieder ordentlich groß und vor allem ist es ordentlich schwer. Ich habe es jetzt hier schon seit 2 Wochen bei mir stehen. Ich habe noch nicht reingeluschert, also ich weiß nicht, was sich hier drin befinden wird. Es werden wieder tolle Sachen sein. Ich meine, ihr kennt Biber. Es wird wieder eine schöne Auswahl an Produkten sein, die mir gefallen werden, die voller Liebe ausgesucht worden sind. Hier kommt auch schon ein unheimlich schöner Duft raus und da das Paket wirklich groß ist, würde ich sagen, dass ich das Intro an dieser Stelle auch schon mal beenden möchte, da ich wahrscheinlich einige Zeit hierfür brauchen werde. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz besonders bei der lieben Biber. Vielen lieben Dank für die schöne Geburtstagsüberraschung. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Zuschauerpäckchen. Ich arbeite mich jetzt einfach von oben nach unten durch, entferne die Servietten und hier haben wir einmal die Geburtstagskarte in einem Hello Kitty Umschlag mit Pusheen Stickern. Wir haben hier den kleinen Mops Erwin. Ich werde die Karte einmal natürlich auspacken, werde sie aber dann später für mich selbst lesen, ja, da ich das immer vor der Kamera nicht ganz so gerne mag, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Es ist eine knatschpinke Hello Kitty Karte, so viel kann ich euch schon mal verraten und oh, herrlich. Sie ist richtig genial, also das ist eine wirklich richtig gute Karte, die auch von innen richtig klasse aussieht. Also liebe Biber, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, es fängt schon mal richtig gut an, also vielen Dank für diese zuckersüße Karte. Jetzt weiß ich auch, warum mir so ein toller Duft entgegenströmt. Ich hätte es mir auch schon denken können, die liebe Biber hat nämlich meinen Seifenvorrat wieder aufgefüllt. Ich denke, die meisten von euch müssten es mittlerweile wissen, dass die liebe Biber wunderschöne Seifen selbst zu Hause herstellt und sie auch verkauft, beziehungsweise sie auch auf Anfrage hin macht. Also falls ihr wirklich mal eine schöne Geschenkidee, eine personalisierte Geschenkidee sucht, dann fragt vielleicht mal die liebe Biber, ob sie euch eine schöne personalisierte Seife gießen kann. Ich benutze ihre Seifen jetzt schon seit bestimmt über einem Jahr und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Sie hat tolle Düfte, tolle Designs und sie lässt sich halt wirklich immer was Neues einfallen. Mein Akku hat sich gerade verabschiedet, von daher hoffe ich, dass der letzte Satz noch in dem Video zu finden ist. Ich würde euch Bibers Kontaktdaten einmal unten in der Infobox dalassen. Wie gesagt, ich nutze ihre Seifen schon sehr lange. Sie hat tolle Seifen im Sortiment. Sie hat wunderschöne Gussförmchen. Also vielleicht werdet ihr da ja fündig. Aber ich würde jetzt sagen, dass ich einmal die Seifen hier auspacke. Das hier ist die Pflegeseife Mops Erwin mit Blaubeere, Kokos und Vanille. Hier haben wir einmal diesen, ja, wunderschönen Mops. Und diese Seifenform mag ich ja am liebsten, weil sie so groß ist und weil sie gut in die Hand passt. Oh, ja, riecht hervorragend. Riecht primär nach Blaubeere, was ich sehr gerne mag, da Blaubeeren unheimlich lecker sind. Also das ist schon mal eine wunderbare erste Seife. Dann habe ich was entdeckt. Oh, die sehen richtig garstig aus. 3 garstige kleine Kätzchen. Also Biber, die Form ist unschlagbar. Das sind 3 Kätzchen. Das ist die Gäste-Vergraul-Seife Bad Kitty. In der Duftrichtung Minze. Oh, schön. Ja, also die sehen richtig toll aus. Wer hier so auf kleine, garstige Kätzchen steht, wird hier auf jeden Fall fündig. Hm, ich nehme einen leichten Pfefferminzduft wahr. Schön,
schön, schön, schön, mag ich sehr gerne. Und die Kitties, oh, die sehen auch wirklich richtig übellaunig aus. Weiter geht es mit einem richtig gut aussehenden Geist. Also ich sag ja, ihre Formen und gerade die Halloween-Formen sind wirklich toll. Das ist die Pflegeseife Boo, die nach grünem Tee riecht. Das könnte schwierig werden, da ich kein Teetrinker bin. Aber die Seife ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Riecht tendenziell schon ein bisschen kräuterig, aber den grünen Tee rieche ich jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm raus. Aber mir wäre es auch egal gewesen, da ich die Seife richtig, richtig schön finde. Weiter geht es mit einer ebenfalls sehr, sehr toll aussehenden Seife. Das ist, oh, das ist schon fast ein Kunstwerk. Das ist einmal diese Herzseife, die eben eine Mutter mit Kind umgeben von Blumen zeigt. Also wirklich eine richtig, richtig hochwertig aussehende Seife. Ich hole die auch mal eben aus der Verpackung raus. Die ist wirklich wunderschön. Also hier bekommt ihr wirklich ein richtig kleines Kunstwerk nach Hause. Das ist die Pflegeseife Mom und die riecht nach Himbeer und Vanille und beinhaltet Aloe Vera und Hyaluron. Und die riecht toll. Also Himbeer-Vanille ist eine sehr feine Duftrichtung, nicht zu stark. Und ich habe jetzt schon direkt so leicht fettige Hände, da sie eben ja, zu den sehr pflegenden Seifen gehört. Also Biber, wunderschön. Dankeschön. Zu guter Letzt haben wir einmal die Pflegeseife Gizmo. Das ist der Hyaluron-Booster, der nach weißem Tee und Orange riecht. Zart für weiße Haut, um Gottes Willen. Zart für weiche Haut. Nein, zart für sensible. Ich habe zu viele Videos gedreht. Also ich verstricke mich hier in irgendwelchen komischen Wörtern. Und hier hätten wir auf jeden Fall einmal eine kleine, garstig aussehende Katze, die auch sehr angenehm riecht. Die Pflegeseife riecht auch nicht zu doll, wahrscheinlich weil sie sich da auch mit den Duftstoffen bewusst zurückhält. Aber das sind tolle Seifen. Also da hast du meinen Vorrat auf jeden Fall erstmal wieder ja, en masse aufgestockt. Dankeschön. Und wie gesagt, falls ihr euch auch diese wirklich wundervollen Seifen sichern möchtet, ihr findet ihre Kontaktdaten unten in der Infobox. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr euch bei ihr melden würdet. Aber das war alleine schon die Seifenausbeute. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem eigentlichen Paket an. Das erste Produkt ist einmal hier in ja, Papier eingewickelt. Und hier haben wir ein Produkt, über welches wir schon gesprochen haben und mit welchem ich auf jeden Fall eine Menge anfangen kann. Das ist von Vanilla Co. das Zero Cleansing Balm. Mein absolut liebstes Abschminkbalsam. Sie war so lieb und hatte mir ihre Döschen noch geschickt und ja, das ist ein Produkt, mit welchem ich auf jeden Fall eine Menge anfangen kann. Ich habe es täglich in Anwendung, liebe es sehr, also Dankeschön. Des Weiteren hat sie mir übrigens gleich noch dieses Vierer-Paket geschickt und hier sind nochmal die anderen Sorten des Cleansing Balms mit drin. Ich habe bisher tatsächlich ausschließlich das Rosane verwendet, habe aber auch schon gehört, dass im Prinzip alles dasselbe sein soll, dass sich im Prinzip nur die Farbe ändern soll. Ja, Dankeschön. Also du weißt, ich kann damit eine Menge anfangen, das macht mich sehr glücklich. Ich muss mich jetzt erstmal nicht um Nachschub bemühen, also vielen lieben Dank dafür. Von M. Asam hat mir die liebe Biber auch ein Produkt mit reingelegt und zwar ist das aus der Bath and Body Reihe das Fresh Wave Peeling. Hier muss ich fairerweise einmal schauen, ob ich da Verwendung für habe. Ich rieche jetzt gar nicht so viel hier durch. Einzig und allein, da ich eigentlich so gut wie nie Peelings verwende. Also vom Duft her hat sie richtig aufgepasst. Ich liebe die ganzen aquatischen, frischen, leicht salzigen Duftrichtungen. Aber Peeling, das ist immer so eine Sache. Aber ganz ehrlich, das ist im Prinzip auch nur so ein kleines Döschen. Das kriege ich bestimmt gut leer. Von daher werde ich es mir wahrscheinlich einfach unter die Dusche stellen. Aber Dankeschön für das schöne Peeling. Und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, denn ihr wisst, dass ich die traumhaft lange Reihe von Rossmann liebe. Und Balea, also DM, hat ein Pendant dazu. Und das wäre die Beautiful Long Reihe. Und hier hat sie mir das Magical Water mit reingelegt. Das ist ein magisches Wasser, welches in 7 Sekunden wirken soll mit Keratin und Magnolienextrakt.
Das finde ich spannend. Bieber schwört auf diese ganzen 7-Sekunden-Expresskuren. Ich persönlich habe sie noch nie verwendet. Ich weiß nicht, wie die sind. Von daher, ja, es ist meine liebste Reihe bei Rossmann. Von daher gehe ich davon aus, dass ich die von DM auch gut finden würde. Und ja, das ist eine schöne Sache, über die ich mich wirklich sehr freue. Dankeschön. Und wir hätten das nächste Bieber Approved Produkt hier drin. Und zwar ist das der Express Nagellackentferner mit einem integrierten Schwamm. Das ist also dieser, ja, Nagellackentferner, der sich in diesem Döschen befindet. Und in diesem Döschen befindet sich dieser Schwamm, wo ihr einfach, jetzt kam ein starker Nagellackentfernerduft raus, wo ihr einfach euren Finger reinsteckt, ihn ein bisschen hin und her dreht und der Schwamm macht praktisch euren Nagellackentferner für euch ab. Nein, der Schwamm entfernt den Nagellack auf eurem Nagel. So, jetzt ist es richtig. Ja, habe ich noch nie verwendet, da ich mir relativ selten die Nägel lackiere, aber wenn, dann werde ich das hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh Mann, das Paket nimmt und nimmt kein Ende und mein schlechtes Gewissen wird immer größer. Wir hätten hier einmal noch von Rittersport die Nougat-Schokolade, die ich sehr gerne esse, und von Treacle Moon das Cookie Kiss Plätzchen Sprudelwolke Duftbad. Das riecht ja eins zu eins nach Cookie. Krass. Also das hier ist eine kleine Duftprobe. Riecht eins zu eins nach Weihnachtsplätzchen, wird aber nichtsdestotrotz tatsächlich weiter wandern, da ich eben nicht baden gehe. Aber das riecht wirklich, also wer Plätzchen, süße, zuckrige Düfte mag, der wird das hier auf jeden Fall lieben. Wir machen mit einem Produkt weiter, welches an die Ecke oder in der Ecke stabilisiert worden ist, welches auch nochmal in Luftpolsterfolie eingeschlagen ist. Ich denke mal, was ist das denn? Also zum einen hätten wir hier einmal eine Tasche, die ich immer super praktisch finde. Und in dieser Tasche befindet sich oder befinden sich einmal von Mary Kay. Ich denke mal, dass das hier einfach, also entweder blamiere ich mich gerade oder das hier sind einfach solche, ja klar, solche Mischpaletten, um sich eben die Foundation zurechtzumixen oder eben ja, Cremetöne, Lippenstifte miteinander zu vermischen. Also einmal solche Paletten. Und dann hätten wir hier einmal eine. Ach, das ist wahrscheinlich die Spiegelkombination, von der Bieber immer geredet hat. Genau, das wäre einmal. Ich kriege das jetzt, glaube ich, auf die Schnelle nicht zusammengebaut. Aber das ist auch einmal aus dem Hause Mary Kay, ein weiteres Produkt, von welchem sie wirklich immer sehr viel schwärmt. Ja, ich kriege es jetzt gerade ad hoc nicht zusammengebaut, aber wir hätten hier quasi so eine kleine praktische Spiegelkombination, die man eben wieder so zusammenbauen kann. Und dann hat man eben immer so einen kleinen Reisespiegel und passenderweise so ein kleines Tablett mit dabei. Das ist eine wirklich praktische Sache. Da hat sie auch schon wirklich sehr, sehr viel drüber geredet, sehr viel von geschwärmt und das ist auch wirklich eine richtig praktische Sache. Also Dankeschön dafür. Weiter geht es mit einem ebenfalls sehr stark eingewickelten Produkt. Und zwar befürchte ich oder glaube ich, dass das ein Glasprodukt ist, welches aber den Anschein macht, dass es ja, den Transportweg überlebt hat. Ja, ich werde jetzt hier einmal ganz kurz rascheln. Das ist auch wieder wirklich zuckersüß eingepackt. Also Bieber gibt sich wirklich immer unheimlich viel Mühe mit ja, dem kompletten Design, mit dem Verpacken. Da ist sie auf jeden Fall viel, viel, viel kreativer als ich. Also ich bin da leider überhaupt nicht gesegnet worden, was das angeht. Hier ist eine Kerze drin, eine schwarze Yankee Candle aus der Home Inspiration Reihe. Und zwar wäre das die Duftrichtung Midnight Magnolia. Also Mitternachtsmagnolie, wenn man so möchte. Das ist ein toller Duft. Mal ganz davon abgesehen, dass die Wachsfarbe schwarz ist, dann ist es für mich natürlich immer automatisch ein toller Duft. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Die Home Inspiration Reihe bekommt ihr übrigens unter anderem bei Rossmann. Das sind die etwas günstigeren Ableger der Yankee Candle
Kerzen. Ich meine, die sind auch noch gut teuer, also vielen lieben Dank an der Stelle. Aber verglichen mit den normalen Yankee Candles sind sie ein bisschen günstiger und man kann sie eben bei Rossmann kaufen, wo man eben auch nochmal den ein oder anderen Rabatt drauf bekommt. Aber oh, ihr wisst, ich liebe Kerzen. Magnolie mag ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist ein toller Duft, eine Kerze mit einer tollen Wachsfarbe und da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön. Wir kommen zum letzten Teil, welches sich lose in dem Karton gefunden hat. Und dann ist hier noch eine riesengroße Box mit drinnen. Aber Biber hat den Nagel auf den Kopf getroffen, den Nagel versenkt, den Hammer versenkt. Sie hat mir ein Duschgel mit reingelegt von Yves Rocher in meiner absolut liebsten Duftrichtung. Und zwar ist das die Mono-I-Reihe. Ihr wisst, ich liebe Hawaii. Ich würde am liebsten auf Hawaii wohnen, wenn es so einfach wäre. Und Mono-I erinnert mich einfach immer an die Insel, an unsere Flitterwochen. Und oh, das ist ein toller, toller Duft. Also die Mono-I-Reihe von Yves Rocher ist Gold wert. Also wer diesen Mono-I-Duft mag, der wird diese Reihe lieben. Also das ist so eine tolle Reihe, die auch schon seit Jahren besteht, die hoffentlich niemals aus dem Sortiment gehen wird, die es hoffentlich immer geben wird. Und wenn man nicht weiß, was man verschenken möchte, ist Mono-I eigentlich immer gut. Also ich liebe es, es ist ein sehr intensiver Duft, den ich persönlich aber wirklich sehr gerne mag und ja, alles richtig gemacht. Das ist ein tolles, tolles Geschenk. Dankeschön. Und als wäre das alles nicht schon massig, massig genug gewesen, also das war wirklich, die Hälfte davon hätte mir schon gereicht, aber ihr kennt ja Biber und Biber wäre nicht Biber, wenn ich nicht noch eine Geburtstagsbox mit in dem Karton gehabt hätte. Und die ist krachend schwer, das heißt, ich befürchte, dass wir hier auch nochmal 100 Millionen Teile drin haben werden. Hier steht auch nochmal Happy Birthday, liebe Jenny drauf. Es ist eine Geburtstagsbox und Biber, die ganze Box ist voll. Die ganze Box ist voll. Und Biber sagt noch, es ist eine Kleinigkeit. Nein, es ist keine Kleinigkeit. Es ist viel zu viel, meine Liebe. Viel zu viel. Ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns einmal von oben nach unten durch. Zum einen hat sie mir hier ein paar Proben reingelegt. Einmal von Dr. Dennis Gross oder Dr. Dennis Gross. Dann, ja, einen meiner Lieblingsdüfte von Narciso Rodriguez, der Pure Musk Duft. Von Issey Miyake ein paar Duftproben. Eine Maske von Corris bzw. eine Gelcreme von Corris, die wir, glaube ich, auch tatsächlich schon in einer der Boxen hatten. Dann Black Opium von Yves Saint Laurent, aber in der Eau de Parfum Illicit Green Reihe Richtung. Also eine sehr, sehr schick aussehende Duftprobe. Black Opium mag ich auch sehr gerne, ist aber natürlich sehr schwer und da habe ich tatsächlich da muss ich Lust drauf haben, aber Black Opium an sich ist ein wirklich, wirklich schöner Duft. Ja, und dann habe ich hier noch zwei koreanische kleine Proben drin, also zwei kleine Cremesachets. Und zu guter Letzt noch von Narciso Rodriguez das Forever For Her Parfüm. Spannend, ihr wisst, Pure Musk gehört zu meinen Lieblingsdüften, von daher bin ich natürlich sehr offen, was die anderen Düfte von ihm angeht. Und ja, da hat sie mich also erstmal mit Proben en masse eingedeckt. Wir starten einmal mit einem Produkt, welches leider ein bisschen schade ist, also welches wunderschön, aber schade ist. Und zwar hat sie mir von Benefit den Shelly Blush mit reingelegt. Problem, den habe ich jetzt zum dritten Mal bei mir zu Hause. Ich habe ihn mir vor ein paar Monaten gekauft, als der rausgekommen ist. Dann hatte ich ihn jetzt noch in meiner Weihnachtsbox, der Glossy Box, und jetzt habe ich ihn von der lieben Biber bekommen. Es klingelt an der Tür. Moment. Der Postbote hat mir gerade noch weitere Pakete gebracht. Also ich komme mir gerade vor wie so ein Warenlager. Aber Weihnachten naht und ja, da bestellt man leider automatisch immer ein bisschen mehr. Aber wir waren bei dem Shelly. Biber hat mir den ja, in der kleinen Größe reingelegt. Liebe Biber, vielen lieben Dank. Es ist ein wunderschöner Blush. Ich meine, ich habe ihn jetzt dreimal zu Hause. Der hier würde tatsächlich weiterziehen. Aber Dankeschön, Dankeschön. Das ist ein
wunderschöner Blush, den ich sehr gerne mag. Und ja, danke, dass du mir deinen überlassen hast. Biber wäre nicht Biber, wenn sie mir nicht noch ein paar Ampullen mit reingelegt hätte. Und zwar sind das die Babo-Ampullen, dieses Dreier-Set, was ich jetzt auch in der Dezember-Box wieder hatte, mit welchen ich aber ja, sehr zufrieden bin. Von daher, Dankeschön, jetzt kann ich sie noch ein weiteres Mal nutzen. Biber hatte mich vor einigen Monaten mal gefragt, ob ich einen speziellen Blush gerne bei mir zu Hause hätte, beziehungsweise ob sie mir ihren schicken darf, da sie mit ihrem, glaube ich, nicht ganz so zufrieden war. Und zwar ist das von Huda Beauty, der Glowish Blush in der Farbe 04 Charming Cherry. Das ist eine sehr schöne Farbe. Ich hatte einen anderen Blush von ihr, also von Huda Beauty, in einem Korallton, mit dem ich leider nicht ganz so viel anfangen konnte. Aber diese Farbe, sprich Charming Cherry, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Von daher, Dankeschön, dass du ihn mir überlassen hast. Weiter geht es mit einem Produkt, welches munter am Glitzern ist, welches aber zumindest intakt bei mir angekommen ist. Und zwar ist das ein Refill von Make-Up Store, die Farbe Diamond Shine. Also ich denke mal, das ist ein Refill Highlighter. Das ist ein sehr heller, sehr cool aussehender Highlighter, da der noch so eine Art Schlangenmuster hiermit imprägniert hat, was ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet. Aber sehr schön. Also helle Highlighter, klar, kann ich natürlich immer gut gebrauchen. Vom Make-up Store habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel bei mir zu Hause. Von daher ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Produkt. Dankeschön, liebe Biber. Da das Paket wirklich kein Ende nimmt, habe ich mir jetzt einmal direkt drei Sachen geschnappt. Zum einen hätten wir einmal von Esfolio das Zika Centella Calming. Ich denke mal, das ist wieder so eine Serum-Ampulle, also ein K-Beauty-Produkt. Zika Centella soll ja sehr angenehm zu gereizter, geröteter Haut sein. Von daher ein hervorragendes Produkt für den Winter. Und dann hat mir die Liebe von Rituals aus der The Ritual of Sakura Reihe das Shampoo und den passenden Conditioner mit reingelegt. Also da hat sie auf jeden Fall hervorragend aufgepasst. Ich meine, Biber macht sich wahrscheinlich über alles Notizen, da ich eben immer ja, das passende Duo bei mir zu Hause brauche. Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn der Conditioner oder wenn das Shampoo fehlt. Von daher, darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr und Sakura ist auf jeden Fall immer eine wunderbare Duftrichtung. Weiter geht es mit den nächsten drei Produkten und es ist wirklich unfassbar, wie gut die liebe Biber immer aufpasst. Von Jill Sander hätten wir nämlich einmal das Sun-Duschgel. Ja, Sun finde ich grandios. Ich liebe alle Sonnenmilch angelehnten Düfte und Sun ist da natürlich ganz vorne mit dabei. Dann hat sie mir meinen liebsten Eyeliner zusammen mit einer Mascara geschenkt. Und zwar ist das von NYX, der Epic Ink Eyeliner und hier eben ja, in Kombination mit der On The Rise Volume Lift Mascara. Sehr spannend, also mit dem Eyeliner kann ich auf jeden Fall eine Menge anfangen und ja, Mascara geht tatsächlich auch immer. Und das passt leider wieder gut in die aktuelle Zeit. Von Skin Code Switzerland hätten wir hier einmal das Cleansing Hand Gel. Ja, kann man aktuell leider wieder zuhauf gebrauchen. Ich ja, habe eigentlich immer eins in meiner Handtasche, von daher ist das ein Produkt, mit welchem ich auch eine Menge anfangen kann. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe meine Hände wieder in dem Paket versenkt und habe hier einmal von The Ritual of Ayurveda das Recovery Hand Balm, also eine ja, Handcreme für trockene Haut. Ja, passt natürlich perfekt in den Winter. Vielen lieben Dank. Von D'Enfant Paris ein Toner mit Kamille. Das ist sehr spannend. Toner habe ich gerade noch zuhauf bei mir zu Hause, aber den würde ich dann da einfach einreihen und ihn irgendwann dann mal verwenden. Aber ja, Toner kann man auch tatsächlich immer gebrauchen. Und dann haben wir hier einmal ein kleines Set bestehend aus Shampoo und Conditioner. Das ist von Crazy oder Crazy. Crazy, denke ich mal. Von Crazy ist das das Smoothing Shampoo bzw. der Smoothing Conditioner aus der Ichikami-Reihe.
noch nie von gehört. Also sehr spannend. Biber hat auch immer sehr spannende Produkte bei sich zu Hause, von denen ich auch noch nie etwas gehört habe. Das trifft definitiv darauf zu und ja, sehr spannend. Dankeschön. Wir sind natürlich bei weitem noch nicht am Ende angekommen. Ich habe die nächsten drei Produkte aus dem Paket gezogen. Zum einen hätten wir hier einmal von Carmex. Das habe ich gerade komisch betont, von Carmex, die oder das Pineapple Mint Pflegebalsam für die Lippen, also Ananas und Minze, eine sehr spannende Kombi. Carmex finde ich im Großen und Ganzen auch gut, muss ich sagen, aber auch da habe ich aktuell wieder so viele Pflegestifte, ja, dass der wahrscheinlich noch eine Weile bei mir liegen wird. Genauso wie von Frudia die My Orchid Raspberry Hand Cream, also eine Handcreme, die nach Himbeere riecht. Die werde ich auf jeden Fall verwenden, wenn ich meinen Vorrat leer gemacht habe, da ich künstlichen Himbeergeruch tatsächlich sehr gerne mag. Und von Cartier hätten wir hier noch eine kleine Duftprobe. Das wäre das, oh Gott, Rivière de Cartier Luxuriance Parfum. Ich denke, es heißt so. Ja, eine kleine Probe, die ich auf jeden Fall auch immer gebrauchen kann. Weiter geht es mit einem Cleansing Balm, welchen ich auch schon bestimmt 6 oder 7 Mal geleert habe. Und zwar ist das von Belief der Aqua Bomb Cleansing Balm. Den nutze ich tatsächlich immer, wenn ich auf Reisen bin, da der ein perfektes Format dafür hat. Von daher, Dankeschön, den werde ich auf jeden Fall nutzen. Von Lyko hat sie mir einen Nagellack reingelegt. Und zwar wäre das die Farbe Crimson Joyride und das ist ein sehr schöner metallischer Burgunderton, würde ich sagen. Also sehr beerig, sehr metallisch und ja, eine sehr schöne Farbe. Und von Paula's Choice ein Produkt, welches ich auch schon zuhauf bei mir zu Hause habe. Das wäre das Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. Ja, das ist ein Name. Also das habe ich auch schon durch die Boxen diverse Male zu Hause. Ist ein gutes Produkt, ist manchmal nur ein bisschen scharf. Also aktuell kann ich es tatsächlich nicht verwenden, da meine Haut sehr gespannt ist, sehr trocken, sehr gereizt ist. Aber wenn ich es wieder verwenden kann, dann ist das auf jeden Fall ein sehr tolles Produkt. Dankeschön. Weiter geht es mit einem Produkt, welches ich fairerweise tatsächlich weitergeben würde. Und zwar ist das von Essence, der Volume Booster Lash Primer. Schlichtweg, da ich mit solchen Produkten eigentlich nicht so viel anfangen kann. Von daher wäre das jetzt ausnahmsweise mal ein Kandidat, der weiter wandern würde. Dann hat sie mir einmal von Frudia ein kleines Döschen mit eingepackt, was wirklich zuckersüß ist. Also Frudia, das war ja die Marke der Handcreme von eben. Und das hier ist jetzt wie so eine Art Honigdöschen, aber ich denke mal, es soll ein Marmeladenglas darstellen. Das hier ist die Pomegranate Nutri Moisturizing Cream. Also eine, ja, eine feuchtigkeitsspendende Pflege mit Granatapfel. Zuckersüß. Zuckersüß. Und zu guter Letzt einen Lippenstift von Pretty Vulgar. Den hatte sie mir tatsächlich gezeigt. Das ist die Nummer 09 Backstabber. Das ist ein hervorragender Name. Und ja, die Lippenstifte von Pretty Vulgar sind natürlich ja wirklich schön. Und das hier ist die Farbe Backstabber. Eine sehr schöne, sehr natürliche Farbe. Also das ist ein schöner Lippenstift. Riecht nach nichts, riecht tendenziell sogar fast schon so ein bisschen, ja, nicht beduftet, knetig fast schon. Naja gut, aber es muss ja auch nicht jeder Lippenstift immer beduftet sein. Backstabber ist aber auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe von der Marke. Oh, der schließt gar nicht richtig. Nee, der schließt nicht richtig. Von der Farbe, von der Marke habe ich tatsächlich auch noch nichts bei mir zu Hause. Von daher, ja. Das war eine schöne, schöne Auswahl. Dankeschön. Ich habe gleich in die Vollen gegriffen und mir eine ganze Handvoll an Produkten rausgeholt. Zum einen hätten wir hier von Omi Brotherhood der Menthurm Medicated Stick with Menthol for Dried, Chapped and Cracked Lips. Das scheint auch ein K-Beauty-Produkt zu sein. Zumindest ist hier alles auf, ja, nicht Deutsche. Da traue ich mich nicht ran, muss ich sagen. Also meine Lippen, ich habe ja wie gesagt, ne, die Reptilienlippenproblematik. Ich glaube, wenn ich da einen Lippenstift, auch wenn der eigentlich für genau das ist,
Wenn in dem Lippenstift Minze drin ist oder Menthol drin ist, das kann ich mir nicht auf die Lippen geben. Also ich glaube, dann würde ich weinend durch die Gegend laufen. Hier steht, dass es extra dafür ist. Also denke ich, wird es nicht so schlimm sein. Die wissen hoffentlich, was sie tun. Aber hier traue ich mich aktuell tatsächlich noch nicht ran, auch wenn das wirklich richtig cool aussieht. Genauso wie dieser kleine Keramik. Ich denke, es ist Keramik. Nein, nicht Keramik. Ach, es ist auf jeden Fall ein kleiner Totenkopf, ein weißer kleiner Deko-Totenkopf. Puh, dann machen wir einmal weiter mit einem Produkt von It Cosmetics. Das wären die Pillow Lips, die Matte Pillow Lips. Und das hier ist die Farbe Gaze. Gaze geht auch wieder so ein bisschen in die bärige Richtung. Ist auch hier wieder ein sehr, sehr schöner Lippenstift in diesem, ja, Kissenbezug, beziehungsweise Bezug in dieser Optik, die halt aussieht, als wäre es ein Kissen. So, jetzt haben wir's. Und die Farbe Gaze ist ein wunderschöner, dunkler Bärenton. Also das ist ein sehr, sehr schöner Lippenstift. Ja, ich mag dunkle Bärentöne sehr gerne, sind leider verflucht schwer zu tragen, da es bei denen natürlich wichtig ist, ja, dass man sie ebenmäßig aufträgt. Dann von Bare Minerals hätten wir einmal, oh mein Gott, das war mein Magen, es tut mir leid, ich drehe schon so lange, dass ich Hunger bekomme, hätten wir den Under Over Lip Liner in der Farbe Wired. Und ich hoffe, dass das jetzt ein Bärenton ist. Ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das hier ist nämlich ein schöner Rotton, also kein klassischer Bärenton, sondern eher ein Rotton, den ich aber auch gebrauchen kann. Ja, Lip Liner mag ich sehr gerne. Und dann hat mir die Verrückte noch ein Produkt von Jeffree Star mit reingelegt. Und zwar ist das ein, ich würde sagen, Lip Liner. Ja, ein Velour Lip Liner in der Farbe Calabasas. Calabasas ist der Ort, wo Jeffree Star in L.A. gewohnt hat. Jetzt wohnt er ja in Wyoming und in Calabasas hat er vorher halt immer gewohnt. Und das ist der Lip Liner, ja, Calabasas. Der ist sehr fancy, also sein Produktdesign ist ja wirklich immer so ein bisschen over the top. Das ist auch hier zu sehen. Ja, und hier hätten wir auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen, bärigen Ton. Der dürfte auf jeden Fall hervorragend zu den anderen Farben passen. Aber das ist nicht günstig und ich habe schon wieder so ein schlechtes Gewissen, dass du mir hier so teure Produkte mit reinlegst und das in großer Vielzahl. Also vielen lieben Dank dafür. Bevor ich euch das letzte Produkt zeige, machen wir noch einmal mit dem Stapel Masken weiter, die mir die liebe Biber hier mit reingelegt hat. Wir hätten von Frudia die Purifying Squeeze Maske mit Mango. Frudia ist jetzt schon das dritte Produkt, bin ich sehr gespannt drauf. Von Misha hätten wir einmal die Green Tea Maske. Die Misha Masken mag ich auch sehr gerne. Von Real Nature hatte ich, glaube ich, noch nicht bei mir. Oder ist das The Face Shop? Nee, es ist The Face Shop. Das ist die Blueberry Maske, also mit Blaubeeren. Auch sehr spannend, da ich Blaubeeren so gerne mag. Von Esfolio hätten wir die wunderwundervolle Milk Essence Maske. Ja, die sieht toll aus und ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass man mit der Maske auch wie eine Kuh aussehen wird. Interessant. Von Tony Moly hätten wir die Fresh to Go Pumpkin Maske, also eine Kürbismaske. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, glaube ich. Und zu guter Letzt meine Lieblingsmaske aus dem Action, die Maske mit dem weißen Trüffel. Also, puh, hier habe ich auf jeden Fall wieder einen ordentlichen Vorrat an Masken, die ich aktuell nicht leer bekomme. Aber man, gut, dass die sich ja ein bisschen halten, denn ja, ich könnte ein bisschen, wie nennt man das, ein bisschen motivierter sein, was ja, den Auftrag einer Maske angeht. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal wieder versorgt, habe ausgesorgt. Dankeschön, Biber. Zu guter Letzt habe ich das letzte Böckschen hier aus diesem Paket. Und zwar ist hier noch ein Zettel noch von Ostern. Zu Ostern hätte es also auch was gegeben und ich ahne schon, was es sein könnte. Wir hätten hier nämlich einmal von, jawohl,
von I Heart Revolution hätten wir ein Beauty Blender Set. Und zwar ist das das Cheese and Friend Make-up Sponge Duo. Ein Paar Beauty Blender, einer in Form von einer Käseecke und einer in Form von, ich glaube, einfach nur einer Maus. Genau, Käse und Maus. Das ist auf jeden Fall zuckersüß. Ja, Beauty Blender kann ich natürlich immer gebrauchen, da ich meine Foundation ausschließlich mit Schwämmen auftrage, mit Pinseln und mit den Händen, komme ich irgendwie überhaupt nicht klar. Aber ja, das ist natürlich auch eine Sache, über die ich mich sehr, sehr freue. Dankeschön. So, ihr Lieben, wir wären einmal am Ende des Paketes angekommen. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen am Ende. Das waren so viele Sachen. Biber, du bist der Wahnsinn. Also mein ganzer Schminktisch ist voll, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet. Ich meine, ihr seht es hier so ein bisschen anteilig. Mein kompletter Schminktisch ist voller Sachen. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder für mehrere Jahre nichts mehr nachkaufen brauchen. Vielen Dank, aber das war zu viel. Du hattest gesagt, es ist nur eine Kleinigkeit und jetzt ist mein ganzer Schminktisch voll. Nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich immens. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, ich freue mich natürlich wirklich, wirklich sehr über diese schönen Sachen, die schönen Produkte, die du da reingelegt hast, die Sachen, von denen ich weiß, dass du da aufgepasst hast, dass sie mir gefallen, Sachen, von denen du vermutest, dass sie mir gefallen und sie gefallen mir. Also es ist ein Paket, ja, wie es nur Biber packen kann, also Wahnsinn, die Detailverliebtheit, die wunderbaren Seifen, die tollen Produkte, das Übertriebene, die Menge. Biber, Dankeschön, wirklich von Herzen, 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 Dankeschön. Ich könnte eigentlich nur Copy-Paste machen und mich eigentlich nur noch bedanken, da ich wirklich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Im nächsten Jahr muss das Ganze, um Gottes Willen, bitte ein bisschen runtergefahren werden. Weil es ist einfach so viel. Ich meine, wir haben gerade alle aktuell das Geld nicht. Und da fühle ich mich einfach nicht gut, wenn jemand dann etwas von seinem Geld praktisch für mich ausgibt und mir so ein großes Paket packt. Also da bin ich gerade, es ist schwierig für mich, weil ich eben weiß, dass wir das Geld eigentlich gerade alle für uns gebrauchen können. Für den Strom, für die ganzen Rechnungen, für die Lebensmittel. Und wenn jemand dann eben so eine Menge für mich ausgibt und mir so viel schickt, puh, da habe ich immer so ein bisschen dran zu knuspern, um ehrlich zu sein. Aber ich freue mich natürlich. Also Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für dieses tolle Paket, für die tollen Seifen. Wie gesagt, ihre Infodaten lasse ich euch unten da. Und Biber, du bist der Wahnsinn. Und ich habe mich natürlich wie verrückt gefreut. Dankeschön. So, ihr Lieben, wir wären dann aber auch wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich muss hier erstmal so ein bisschen Ordnung schaffen. Es sieht hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Eine fabelhafte Bombe. Aber es ist sehr chaotisch und sehr verstreut gerade. Deswegen werde ich jetzt hier gleich auch noch ein kleines bisschen aufräumen. Ja, ich bedanke mich natürlich vorrangig bei Biber, bedanke mich aber natürlich auch bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch bei meinem nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne, schöne Restwoche, beziehungsweise, ich drehe ja vor, einen guten Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt euch über das Bonusvideo gefreut. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen würden. Also wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao!